Seuchen sind die großen Geißeln der Menschheit. Immer wieder töten Epidemien Millionen von Menschen. Früher ist es die Pest, heute sind es Krankheiten wie Tuberkulose, Malaria und AIDS. In Zeiten der Globalisierung breiten sich die Erreger immer schneller aus, denn Bakterien, Viren und Parasiten überwinden jede Grenze. Die Krankheit, an die die meisten Menschen beim Wort Seuche denken, ist die Pest. Über Jahrhunderte verbreitet sie Furcht und Schrecken. Und noch heute ist Pest ein Synonym für die schrecklichste vorstellbare Krankheit. Schon zu biblischen Zeiten taucht die Pest auf. Zum Beispiel schickt Gott Plagen über die Ägypter, weil der Pharao die Israeliten nicht ziehen lässt. Früher steht das Wort Pest für alle zeitlich begrenzt auftretenden Krankheiten, die tödlich verlaufen und schnell große Teile der Bevölkerung dahinraffen. 430 vor Christus sucht eine Epidemie Athen heim, während die Stadt von den Spartanern belagert wird. Ein Viertel der Einwohner der Stadt soll der Seuche zum Opfer gefallen sein. Sie geht als Pest des Thukydides in die Geschichte ein, auch wenn wir heute wissen, dass es sich bei dieser Seuche wahrscheinlich nicht um die Pest gehandelt hat. Der Geschichtsschreiber Thukydides zeigt in seiner Schilderung erstmals auch die sozialen Auswirkungen einer Epidemie. Ebenso berichtet er, dass Menschen, die die Seuche überleben, nicht noch einmal erkranken. Damit beschreibt er als erster das Prinzip der Immunisierung. Und wir haben aus historischen Zeiten, aus der Antike, Schilderungen von Seuchen, die dann in den zeitgenössischen Quellen, griechischen oder lateinischen Schriften, als Leumos, das heißt auf Deutsch Pest oder Pestis, lateinisches Wort für Seuche, genannt werden. Aber das sind allgemeine Krankheitsbezeichnungen, die mit unseren Krankheitseinheiten Pest, der wir einen bestimmten Erreger zuordnen, wenig zu tun haben. Wir können eine in der Antike geschilderte Seuche nicht mit einer modernen Krankheitseinheit identifizieren. Das erste gesicherte Auftreten der Pest in Europa ist im 6. Jahrhundert nach Christus. Die Epidemie nimmt ihren Anfang in Ägypten und rafft im Laufe von knapp 50 Jahren die Hälfte der damaligen Bevölkerung Europas dahin. Sie verbreitet sich bis nach Irland. Verbreitet sich eine Epidemie über mehrere Länder und Kontinente hinaus, spricht man von einer Pandemie. Der Pestausbruch des 6. Jahrhunderts kann deshalb als die erste Pestpandemie der Geschichte bezeichnet werden. Nach allem, was wir wissen, ist die erste Seuche, die von Yersinia pestis, also dem klassischen Pesterreger, hervorgerufen wird, die Seuche, die unter Kaiser Justinian in den 20er Jahren des 6. Jahrhunderts in Konstantinopel ausbrach. Diese Seuche hat sich dann übrigens im ganzen Mittelmeerraum verbreitet und mit den Schiffen natürlich. Und sie hat sich auch bis zum Ende des 7. Jahrhunderts gehalten und sie war auch in Rom. Gregor der Große hat sie erlebt und das gemacht, was die Christen als erstes taten, wenn es darum ging, die Seuche zu bekämpfen. Er hat eine Litanei eingeführt, er hat bestimmte Gebete eingeführt, er hat Prozessionen organisiert und die berühmteste Prozession war diejenige, die am Mausoleum des Hadrian vorbeikam. Auf dem Höhepunkt der Pest und in dem Moment sah man auf dem Mausoleum einen Engel und dieser Engel steckte demonstrativ sein Schwert in die Scheide und jeder hatte begriffen, damit war die Pest zu Ende und so war es auch. Und seitdem heißt dieses Mausoleum des Hadrian ja auch Engelsburg. 166 nach Christus beschreibt der einflussreiche Arzt Galen aus Pergamon den Krankheitsverlauf einer Seuche, die von römischen Legionären aus Mesopotamien nach Rom eingeschleppt wird. Sie geht als antoninische Pest in die Geschichte ein. Galen sieht die Pest als eine Art Massenvergiftung, deren Ursache in Verunreinigungen der Luft, den sogenannten Miasmata, zu suchen ist. Diese Theorie und Galens Vier-Säfte-Lehre, wonach Gesundheit und Krankheit vom Gleichgewicht der vier Säfte Blut, gelbe Galle, schwarze Galle, Schleim und ihren je paarweise zugeordneten Qualitäten warm, feucht, trocken und kalt abhängen,
werden bis ins Mittelalter Leitschnur ärztlichen Denkens und Handelns. Vom Altertum bis in die frühe Neuzeit sind die Ärzte machtlos gegen die Pest. Sie empfehlen Räucherungen, um die schlechte Luft zu vertreiben, und machen Planetenkonstellationen für die Seuche verantwortlich. Wer sich leisten konnte, räucherte mit wohlriechenden Substanzen, mit Weihrauch aus dem fernen Arabien. Die wenigsten konnten sich das leisten. So wurde oft mit weniger angenehmen Düften gegen die Pest vorgegangen. Zum Beispiel gab man geröspelte Steinbockshorn auf glühende Kohlen, das stank wie die Pest. Und genau das wollte man. Man wollte gegen die Pest anstinken, wenn man so will. Wenn die Pest dann ausgebrochen ist, mussten natürlich therapeutische Maßnahmen ergriffen werden. Man ließ den Chirurgen kommen, den Bader, der die Pestbeulen dann eröffnete. Und das hat sich als durchaus sinnvolle Maßnahme bewährt. Wir wissen heute, dass dabei der bakterienreiche Eiter den Körper verlässt, was gut ist, aber natürlich dadurch eine Infektionsquelle für die Umgebung darstellt, was schlecht ist. Und die wirklich Wohlhabenden, die sich ihr Leben so einrichten konnten, dass sie nicht von ihrer Händearbeit leben mussten, die griffen zur besten Maßnahme, nämlich zur Flucht. Die Ärzte können nicht fliehen, versuchen aber, sich nicht anzustecken. Die Masken, die so typisch sind für den Karneval in Venedig, sind stilisierte Pestmasken und sollten vor der Krankheit schützen. Die Pestarztmaske, die war für den Arzt gedacht und sollte ihn vor der Infektion schützen. Wobei die Infektion damals ja noch nicht mit der Vorstellung von Bakterien verbunden war. Man hatte andere Modelle entwickelt, wie man sich diese Pestübertragung erklärte. Drei verschiedene Erklärungsmuster gab es. Und gegen alle drei hilft tatsächlich diese Maske. Sie ist maßgeschneidert für den Pestarzt. Das erste wäre die Vorstellung, dass es sich bei der Pest um eine verdorbene Luft handelt, um einen Pesthauch, der aus Asien nach Europa zieht. Und dagegen hilft dieser Schnabel. In diesem Schnabel ist ein Schwamm verborgen, der duftende Essenzen, Duftessig enthält und dadurch gegen die Pest anduftet. Denn dort, wo der eine Duft war, konnte der andere Hauch nicht sein, so die Vorstellung. Die zweite Erklärung wäre die Vorstellung, dass es sich bei der Pest in irgendeiner Form um etwas Stoffliches handelt, um kleine Partikel, Tierchen, wie auch immer, die haften bleiben können. Davor sollte die Maske selber, diese Haube und die dazugehörige bodenlange Kutte schützen, ähnlich wie heute unser Mantel auf der Intensivstation. Und das Dritte, für uns vielleicht am schwierigsten vorstellbar, dass die Pest so unglaublich schnell von Mensch zu Mensch überspringen kann, dass man in kürzester Zeit erkranken und sterben kann. Und dafür wurde die Vorstellung geprägt von der Übertragung der Pest durch den Blick. Der Pestkranke blickt den Arzt an und der Arzt stirbt dann selbst an der Pest. Und deswegen hat die Pestarztmaske diese merkwürdige Brille, diese Gläser, die tatsächlich vor dem Blick des Kranken schützen sollen. Erst im 19. Jahrhundert setzt sich die moderne Medizin durch, die nach naturwissenschaftlichen Methoden arbeitet. Ende des 19. Jahrhunderts ist sie etabliert und man findet Krankheit für Krankheit die Mikroorganismen, die sie verursachen. Der Schweizer Arzt Alexandre Yersin arbeitet seit 1890 als Schiffsarzt auf Dampfschiffen, die vor der Küste von Französisch Indochina verkehren. 1894 schickt ihn die Kolonialverwaltung nach Hongkong, um die Ursache der Seuche zu finden, die seit Monaten Zentralchina heimsucht und sich immer weiter ausbreitet. Gleichzeitig mit Yersin arbeitet eine japanische Forschergruppe in Hongkong an demselben Ziel. Sie ist deutlich besser ausgestattet als Yersin und kann sich einen modernen Brutschrank leisten, in dem für die meisten Bakterien optimale Wachstumsbedingungen herrschen. Doch zu Yersins Glück verhalten sich die Pestbakterien anders und wachsen bei niedrigeren Temperaturen deutlich besser. Dies wird zum entscheidenden Zeitvorteil für Yersin. Mit seinem nur improvisierten Labor in einer primitiven Bambushütte, aber mit umso mehr Engagement, gelingt es ihm, den Pesterreger innerhalb von wenigen Wochen zu isolieren. Es handelt sich um ein Bakterium, das später den Namen Yersinia pestis tragen wird. Und er macht eine weitere wichtige Entdeckung. Bei Versuchen mit Ratten erkennt er, dass die Erreger auch für das massenhafte Rattensterben verantwortlich sind, das in Hongkong zu dieser Zeit auftritt.
Drei Jahre später weisen der japanische Forscher Masanori Ogata und sein französischer Kollege Paul-Louis Simon unabhängig voneinander nach, dass es die Rattenflöhe sind, die das Pestbakterium auf den Menschen übertragen. Rund um den Flohbiss bildet sich eine Schwellung, eine Pestbeule. Befallen die Bakterien auch die Lunge, kommt es zur Lungenpest, die auch von Mensch zu Mensch übertragen wird. Platzt etwa eine Pestbeule nach innen, kommen viele Pestbakterien in die Blutbahn. Man spricht von septischer Pest. Unbehandelt sterben bei der Beulenpest 60% der Infizierten, bei der Lungenpest 90% und bei der septischen Pest praktisch alle. Im Museum der Berliner Charité, die 1720 als Pesthaus vor den Toren Berlins gegründet wurde, kann man Moulagen von Pestbeulen betrachten. Diese Wachsmodelle werden angefertigt, um Studenten das Krankheitsbild dreidimensional präsentieren zu können. Seit dem Mittelalter kostet die Seuche Millionen Menschen das Leben. 1347 grassiert die Pest in Europa. Bekannt wird sie unter dem Namen der Schwarze Tod. Die gefährdetsten Städte waren die Handelsstädte und vor allem eben die Hafenstädte. 1348 kam die Pest zunächst aus der Krim, aus Kaffa, über Schiffe nach Mitteleuropa, nach Sizilien und dann eben von Sizilien die Adria hoch nach Venedig oder über das Tyrrhenische Meer nach Pisa, nach Genua, nach Marseille und natürlich auch nach Nordafrika. Und die Hafenstädte haben früh versucht, irgendwie sich zu schützen, aber das war praktisch nur in der Theorie wirklich möglich. In einer Hafenstadt wie Venedig war es fast unmöglich, den Hafen komplett zu kontrollieren. Da gab es einfach zu viele Schlupflöcher und kleine Kanälchen, wo man doch noch durchkam. Man hatte nur eine Möglichkeit, die Strafen. Drakonische Strafen gab es. Wer erwischt wurde, der hatte sein Leben verwirkt. Der wurde hingerichtet, das war klar. Nachdem man nicht weiß, woher die schreckliche Seuche kommt, werden schnell Sündenböcke gesucht. Vielerorts kommt es zu Judenpogromen. Die Juden werden beschuldigt, die Brunnen vergiftet zu haben und somit die Krankheit auszulösen. Dass auch die Juden an der Pest erkranken und sterben, ändert nichts. 1349 werden ganze jüdische Viertel abgebrannt und ihre Bewohner ermordet. In Köln sind es Schätzungen zufolge mindestens 800 Opfer. Bis 1348 überrollt der Schwarze Tod von Osteuropa aus Mittel- und Südeuropa und der Schrecken verbreitet sich. Die Fama der Pest ist schon so schlimm, dass die Leute anfangen, an ihrer bisherigen Sicherheit, an ihrer Weltanschauung, an Gott zu zweifeln. Und das hat Auswirkungen auf das Verhalten anderen gegenüber, auf das Verhalten gegenüber der Kirche, auf das Verhalten gegenüber der Obrigkeit. Das hat Auswirkungen auf die Stabilität der Familie, die natürlich brüchiger wird, weil die Leute einfach von Todesangst gequält werden und alle innerhalb von wenigen Wochen die Erfahrung gemacht haben, dass der Kontakt mit Pestkranken eben selbst Lebensgefahr bedeutet. In Bayern wird noch heute manche Tradition gepflegt, die im Umfeld der Pestepidemien entstanden ist. Alle 7 Jahre gibt es in München die Schäffler-Tänze. Sie gehen auf die Tänze der Fasshersteller im Jahr 1517 zurück. Zu dieser Zeit wütet die Pest in München, dargestellt durch den drachenartigen Lindwurm. Und durch die Tänze sollten die Münchner beruhigt werden, denn viele von ihnen wagen sich nicht mehr auf die Straße. Auch Venedig wird immer wieder von einer Pestwelle heimgesucht. Im 15. Jahrhundert werden Erkrankte erstmals systematisch isoliert, um eine Ansteckung der Gesunden zu verhindern. Die Pestkranken werden für 40 Tage auf die Insel Lazzaretto Vecchio, altes Lazarett, vor dem Lido gebracht. Personen und Gegenstände, die mit Kranken in Berührung gekommen sind, kommen auf eine andere Insel. Aus dieser Zeit stammt der Begriff Quarantäne, italienisch 40 giorni, 40 Tage.
Die Gesundheitsbehörde der Stadt überwacht die Regelung und sorgt für eine strikte Anwendung. Im Laufe der nächsten Jahrzehnte werden auch in anderen europäischen Städten Pesthöfe zur Isolierung der Kranken eingerichtet. Die Pestinsel in Venedig, die wurde von vielen wirklich mit der Hölle verglichen und auch sonst die Peststation, der Vergleich lag nahe. Es gibt einen Satz in Dantes Hölle. Am Höllentor sieht Dante den berühmten Spruch: Lasst jede Hoffnung ihr, die ihr eintretet, lasciate ogni speranza voi che entrate. Und das passt ja natürlich wunderbar zu dieser, im schrecklichsten Sinn, zu dieser Pestinsel in Venedig. Wer da ankam, der musste damit rechnen, dass das die letzte Station seines Lebens war, obwohl man die Pest auch überleben konnte. Ganz wenige haben das geschafft und die waren übrigens dann immun und stabilisierten das Überleben der Gesellschaft, bis eine nächste Generation rangewachsen war, die sich nicht immunisiert hat. Und dann, das zeigte sich bald, nach etwa 20, 25 Jahren, war dann die Gefahr sehr groß, dass eine neue Pestwelle kam. In den nächsten Jahrhunderten wird die Seuche endemisch. Das heißt, sie ist in manchen Gebieten ständig vorhanden und bricht immer wieder aus. Meist im Abstand von 8 bis 12 Jahren. Auch die Geschichte der Oberammergauer Passionsspiele ist untrennbar mit der Pest verbunden, die in dieser Zeit grassierte. Als die Seuche auch zahlreiche Einwohner von Oberammergau das Leben kostet, geloben 1633 einige Bürger, alle 10 Jahre Passionsspiele aufzuführen, sollte das Leiden ein rasches Ende nehmen. Es ist vollbracht. Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Der Überlieferung nach fordert die Pest ab diesem Zeitpunkt keine neuen Opfer. 1634 lösen die Oberammergauer erstmals ihr Versprechen ein. Seitdem führen sie alle 10 Jahre ihre Passionsspiele auf. Auch in vielen anderen Orten finden sich noch versteckte Hinweise auf die Pest, wie die Pestsäule von Wallerstein aus dem 18. Jahrhundert. Am Fuße der Säule ist der heilige Sebastian dargestellt, der Schutzheilige gegen die Pest, der von Pestpfeilen durchbohrt wird. Die Barockzeit ist die Hochzeit der Darstellung von Pestszenen. Das hing einfach damit zusammen, dass die Barockmaler, dass die Barockkünstler es liebten, menschliche Körper, ich sag mal bewusst Leiber, in künstlichen Posen darzustellen und die Verzweiflung des Menschen zu zeigen. Das passte eigentlich zur Pest. Das schien alles künstlich, unnatürlich und doch so realistisch zu sein. Das war ein Lieblingsmotiv und eine Herausforderung für die großen Maler des Barock. Das war die Zeit des Memento Mori. Der Memento Mori bedeutet Gedenke des Todes und soll den Menschen ständig an seine Vergänglichkeit erinnern. Im 14. Jahrhundert erreicht dann die Pestliteratur ihren Höhepunkt. Ihren Höhepunkt einfach mit Boccaccios Beschreibung der Einleitung zum Decamerone, wo ja die Pest von Florenz sehr detailliert und in einer wunderbaren Sprache beschrieben wird. Boccaccio erzählt, wie 10 junge Menschen vor der Pest aus Florenz auf einen Landsitz fliehen. Dort erzählen sie sich heitere Geschichten von Liebe und Schicksal, um sich abzulenken. Boccaccio beschreibt die Situation in der Stadt. Fast alle starben innerhalb 3 Tage nach dem Erscheinen der beschriebenen Zeichen. Es war so weit gekommen, dass man sich nicht mehr darum kümmerte, wenn Menschen starben, als man es jetzt um den Tod einer Ziege tun würde. Auch in Volksliedern wird die Pest besungen. Oder lieber Augustin, 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 oder lieber Augustin, alles ist hin. Jeder Tag war ein Fest und was hier ist Fest, die Pest, nur ein großes Leichenfest, das ist der Rest. Augustin, Augustin, leg nur ins Grab dich hin, oder lieber Augustin, alles ist hin. In der Literatur bleibt die Pest weiterhin ein Thema. Edgar Allan Poe beschreibt in seiner Erzählung König Pest, wie die Seuche im 14. Jahrhundert London in Angst und Schrecken versetzt. Auch
Auch Albert Camus schildert in seinem Roman Die Pest den Verlauf der Pestseuche in der Stadt Oran an der algerischen Küste als vielschichtige Metapher für die Gesellschaft, für die Probleme des Einzelnen in ihr und die existenzialistischen Ängste des Menschen. Auch im Film wird die Pest immer wieder thematisiert, wie bei Nosferatu von Werner Herzog aus dem Jahr 1979. Der Vampir reist per Schiff in einem Sarg nach Wismar. In der kommenden Nacht fällt er über die Besatzung her. Als das Schiff in Wismar ankommt, ist die gesamte Besatzung tot. Auf dem toten Schiff scheinen nur noch Ratten zu leben. In der Stadt breitet sich nun die Pest aus. Die Pest ist eine Krankheit, die ursprünglich von Nagetieren ausgeht, also Ratten vor allen Dingen. Aber auch viele andere Erdbewohner, so Nagetiere, etwa in Amerika, sind von dieser Krankheit befallen. Die ist auch nicht auszurotten, das heißt, das ist also auch bei Eichhörnchen und anderen possierlichen Nagern verbreitet. Hat ein Tierreservoir, diese Krankheit wird man nie ausrotten können. Diese Pest nun, wenn wir einmal diese etwas spekulative Deutung wagen wollen, ist im 18. Jahrhundert noch in Europa ein letztes Mal ausgebrochen, in Marseille 1722 und danach nie wieder. Die Pest steht bis heute prototypisch für die Seuche, auch wenn sie seit Jahrhunderten in Europa nur noch eine marginale Rolle spielt. Obwohl sie sich heute wirksam mit Antibiotika behandeln lässt, bricht die Seuche, wie 1994 in Indien, immer wieder aus. Weitere Ausbrüche der Pest gibt es 2006 im Kongo oder 2008 in Uganda. Jedes Jahr werden etwa 2000 Pesterkrankungen gemeldet, etwa 180 Menschen sterben. Die Pest ist eine vergleichsweise, ich sage es einmal so, harmlose Krankheit, wenn man sie schnell entdeckt und sofort behandelt. Das ist eine Krankheit, die auf Antibiotika bzw. Chemotherapeutika gut anspricht. Und wenn es gelingt, die Kranken zu isolieren, sodass keine weitere Übertragung erfolgen kann, ist das gut beherrschbar. Wesentlich später als die Pest tritt die Cholera in die Weltgeschichte. Sie greift noch im 19. Jahrhundert um sich. 1829-30 gelangt die Cholera von Indien aus nach Europa. Sie erreicht die meisten europäischen Städte und fordert Zehntausende von Toten. Unter ihnen der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel und der General Karl Philipp Gottlieb von Clausewitz. Das Wort Cholera kommt vom griechischen Chole, was Galle bedeutet. Früher glaubt man, die Cholera würde durch eine Störung der Gallensäfte verursacht. Heute weiß man, die Cholera wird durch das Bakterium Vibrio cholerae verursacht. Es gelangt durch mit Exkrementen verunreinigtes Wasser ins Trinkwasser oder in die Nahrung. Bei guter Ernährung wird es im Magen durch die Magensäfte zerstört. Doch wenn es in den Dünndarm kommt, führt es innerhalb von wenigen Stunden zu einer heftigen Erkrankung. In 24 Stunden kann ein Erkrankter durch den Brechdurchfall bis zur Hälfte seines Körpergewichts verlieren. Im Körper produzieren die Cholera-Bakterien ein Gift, das die Darmzellen schädigt. Dadurch verlieren sie lebenswichtige Salze in den Darm. Das bewirkt, dass zusätzlich Wasser in den Darm strömt. Starker Durchfall und Salzverlust sind die Folge. Interessant ist, dass der Umgang der Gesellschaft mit der Cholera, die Angst und die Verzweiflung der Menschen im Grunde sehr der Reaktion zu Pestzeiten entsprach. Die Cholera war eben die Pest des 19. Jahrhunderts. Die Pest ist in Deutschland da nicht mehr nachweisbar, in Mitteleuropa auch nicht mehr, auch in Südeuropa nicht mehr nachweisbar. Deshalb möchte ich fast sagen, nach einem alten Seuchengesetz hat jetzt die Cholera eben diesen leeren Platz besetzt. 1855 kann der britische Arzt John Snow beweisen, dass Cholera nicht durch Dünste verbreitet wird.
Er zeigt, dass die Cholera mit durch Abwasser verseuchtem Trinkwasser übertragen wird. Im Londoner Armenviertel Soho kommt es zu einer Cholera-Epidemie mit 14.000 Toten. Jon Snow kann nachweisen, dass sich die Todesfälle im Bereich einer Wasserpumpe in der Broad Street konzentrieren. Nachdem er die Pumpe außer Betrieb setzt, kommt es zum Stillstand der Epidemie. Seine Theorie wird jedoch zu seinen Lebzeiten von den Wissenschaftlern und Ärzten nicht anerkannt. 1879 entdeckt der deutsche Arzt Robert Koch den Milzbranderreger und 1882 den Tuberkuloseerreger. Nun will er den Choleraerreger ausfindig machen. Er reist zunächst nach Alexandria und im Dezember 1883 nach Indien. In Kalkutta seziert er zahlreiche Choleraleichen. Und im Darm aller Leichen findet Koch leicht gekrümmte Stäbchen, denen Koch den Namen Komma-Bazillen gibt. Aber er findet noch mehr heraus. Die kleinen Bakterien werden vor allem durch verunreinigtes Wasser übertragen. Viele Städte richten sich nach den Empfehlungen, die aus den Erkenntnissen Robert Kochs zu gewinnen sind. Sie schaffen sauberes Trinkwasser. Nur in Hamburg zögert man diese teuren Umbaumaßnahmen hinaus. Als 1892 erneut eine Choleraepidemie ausbricht, rächt sich das für die Hamburger fürchterlich. Insgesamt infizieren sich 17.000 Hamburger, 8.600 Tote sind zu beklagen. Endlich erkennt man auch in Hamburg die Gefahren und die Stadtväter verbessern ihr Trinkwassersystem. In München spielt der Chemiker und Begründer der Hygiene Max von Pettenkofer eine entscheidende Rolle. Ihm ist es zu verdanken, dass in der bayerischen Metropole eine Kanalisation gebaut wird, die 1879 fertiggestellt wird. Auch die Wasserversorgung aus dem Mangfalltal geht auf Pettenkofers Initiative zurück, selbst wenn dieser bis zu seinem Tod daran zweifelt, dass die Cholera von Bakterien im Wasser ausgelöst wird. Pettenkofers Trinkwasserleitung aber besteht bis heute und versorgt München mit sauberem, quellfrischem Trinkwasser. Diese Maßnahmen haben einen weiteren Vorteil. Sie schützen nicht nur vor Cholera, sondern auch vor einer anderen schweren Krankheit, dem Typhus, der vom Bakterium Salmonella typhi ausgelöst wird. Das Wort Typhus leitet sich vom griechischen Typhos ab. Es bedeutet Nebel, Dunst oder auch Schwindel. Das Typhusbakterium gelangt mit verschmutztem Wasser oder Nahrung in den Körper und verursacht zunächst Fieber, Kopfschmerzen und Übelkeit. Nach einer Woche kommen Durchfall, gerötete Haut und Schwindelgefühl hinzu. Die Infektion breitet sich auf mehrere Organe aus, zerstört dort ganze Zellgruppen und führt, unbehandelt, oft zum Tod. Es gibt Krankheiten, die werden über Ernährung, also Speisen und Getränke übertragen, wie der Typhus abdominalis oder die Cholera. Also insbesondere das Wasser ist da wichtig. Diese Erreger werden oral aufgenommen. Und nun muss man überlegen, warum sind die im Wasser? Und man kommt sofort darauf, das ist sowohl historisch als auch aktuell immer nachweisbar, es sind Seuchen der Unkultur, könnte man sagen, Kultur in einem ganz engen Sinne hier, nämlich Hygiene. Es sind Krankheiten kriegführender Heere, es sind Krankheiten nach Erdbeben, nach dem Ausfall einer geregelten Trinkwasserversorgung, da brechen diese Krankheiten aus. Und es wird nach heutigem Erkenntnisstand auch nicht möglich sein, diese Krankheiten auszuschalten, wenn man nicht die verursachenden Umstände ausschaltet. Und die wird man nach heutigem Erkenntnisstand wohl nie wirklich alle ausschalten können. Denn auch heute sind die hygienischen Bedingungen, unter denen viele Menschen noch immer leben müssen, in manchen Städten so, dass eine Cholera- oder Typhusepidemie jederzeit ausbrechen kann. Kohlen, das stank wie die Pest und genau das wollte man. Man wollte gegen die Pest anstinken, wenn man so will. Wenn die Pest dann ausgebrochen ist, muss natürlich therapeutische Maßnahmen ergriffen werden.
Man ließ den Chirurgen kommen, den Bader, der die Pestbeulen dann eröffnete. Das hat sich als durchaus sinnvolle Maßnahme bewährt. Wir wissen heute, dass dabei der bakterienreiche Eiter den Körper verlässt, was gut ist, aber natürlich dadurch eine Infektionsquelle für die Umgebung darstellt, was schlecht ist. Und die wirklich Wohlhabenden, die sich ihr Leben so einrichten konnten, dass sie nicht von ihrer Händearbeit leben mussten, die griffen zur besten Maßnahme, nämlich zur Flucht. Die Ärzte können nicht fliehen, versuchen aber, sich nicht anzustecken. Die Masken, die so typisch sind für den Karneval in Venedig, sind stilisierte Pestmasken und sollten vor der Krankheit schützen. Die Pestarztmaske, die war für den Arzt gedacht und sollte ihn vor der Infektion schützen. Wobei die Infektion damals ja noch nicht mit der Vorstellung von Bakterien verbunden war. Man hatte andere Modelle entwickelt, wie man sich diese Pestübertragung erklärte. Drei verschiedene Erklärungsmuster gab es. Und gegen alle drei hilft tatsächlich diese Maske. Sie ist maßgeschneidert für den Pestarzt. Das erste wäre die Vorstellung, dass es sich bei der Pest um eine verdorbene Luft handelt, um einen Pesthauch, der aus Asien nach Europa zieht. Und dagegen hilft dieser Schnabel. In diesem Schnabel ist ein Schwamm verborgen, der duftende Essenzen, Duftessig enthält und dadurch gegen die Pest anduftet. Denn dort, wo der eine Duft war, konnte der andere Hauch nicht sein, so die Vorstellung. Die zweite Erklärung wäre die Vorstellung, dass es sich bei der Pest in irgendeiner Form um etwas Stoffliches handelt, um kleine Partikel, Tierchen, wie auch immer, die haften bleiben können. Davor sollte die Maske selber, diese Haube und die dazugehörige bodenlange Kutte schützen, ähnlich wie heute unser Mantel auf der Intensivstation. Und das Dritte, für uns vielleicht am schwierigsten vorstellbar, dass die Pest so unglaublich schnell von Mensch zu Mensch überspringen kann, dass man in kürzester Zeit erkranken und sterben kann. Und dafür wurde die Vorstellung geprägt von der Übertragung der Pest durch den Blick. Der Pestkranke blickt den Arzt an und der Arzt stirbt dann selbst an der Pest. Und deswegen hat die Pestarztmaske diese merkwürdige Brille, diese Gläser, die tatsächlich vor dem Blick des Kranken schützen sollen. Erst im 19. Jahrhundert setzt sich die moderne Medizin durch, die nach naturwissenschaftlichen Methoden arbeitet. Ende des 19. Jahrhunderts ist sie etabliert und man findet Krankheit für Krankheit die Mikroorganismen, die sie verursachen. Der Schweizer Arzt Alexandre Yersin arbeitet seit 1890 als Schiffsarzt auf Dampfschiffen, die vor der Küste von Französisch-Indochina verkehren. 1894 schickt ihn die Kolonialverwaltung nach Hongkong, um die Ursache der Seuche zu finden, die seit Monaten Zentralchina heimsucht und sich immer weiter ausbreitet. Gleichzeitig mit Yersin arbeitet eine japanische Forschergruppe in Hongkong an demselben Ziel. Sie ist deutlich besser ausgestattet als Yersin und kann sich einen modernen Brutschrank leisten, in dem für die meisten Bakterien optimale Wachstumsbedingungen herrschen. Doch zu Yersins Glück verhalten sich die Pestbakterien anders und wachsen bei niedrigeren Temperaturen deutlich besser. Dies wird zum entscheidenden Zeitvorteil für Yersin. Mit seinem nur improvisierten Labor in einer primitiven Bambushütte, aber mit umso mehr Engagement, gelingt es ihm, den Pesterreger innerhalb von wenigen Wochen zu isolieren. Es handelt sich um ein Bakterium, das später den Namen Yersinia pestis tragen wird. Und er macht eine weitere wichtige Entdeckung. Bei Versuchen mit Ratten erkennt er, dass die Erreger auch für das massenhafte Rattensterben verantwortlich sind, das in Hongkong zu dieser Zeit auftritt. Drei Jahre später weisen der japanische Forscher Masanori Ogata und sein französischer Kollege Paul-Louis Simon unabhängig voneinander nach, dass es die Rattenflöhe sind, die das Pestbakterium auf den Menschen übertragen. Rund um den Flohbiss bildet sich eine Schwellung, eine Pestbeule. Befallen die Bakterien auch die Lunge, kommt es zur Lungenpest, die auch von Mensch zu Mensch übertragen wird. Platzt etwa eine Pestbeule nach innen, kommen viele Pestbakterien in die Blutbahn. Man spricht von septischer Pest.
Unbehandelt sterben bei der Beulenpest 60% der Infizierten, bei der Lungenpest 90% und bei der septischen Pest praktisch alle. Im Museum der Berliner Charité, die 1720 als Pesthaus vor den Toren Berlins gegründet wurde, kann man Seuchen sind die großen Geißeln der Menschheit. Immer wieder töten Epidemien Millionen von Menschen. Früher ist es die Pest, heute sind es Krankheiten wie Tuberkulose, Malaria und AIDS. In Zeiten der Globalisierung breiten sich die Erreger immer schneller aus, denn Bakterien, Viren und Parasiten überwinden jede Grenze. Die Krankheit, an die die meisten Menschen beim Wort Seuche denken, ist die Pest. Über Jahrhunderte verbreitet sie Furcht und Schrecken. Und noch heute ist Pest ein Synonym für die schrecklichste vorstellbare Krankheit. Schon zu biblischen Zeiten taucht die Pest auf. Zum Beispiel schickt Gott Plagen über die Ägypter, weil der Pharao die Israeliten nicht ziehen lässt. Früher steht das Wort Pest für alle zeitlich begrenzt auftretenden Krankheiten, die tödlich verlaufen und schnell große Teile der Bevölkerung dahinraffen. 430 vor Christus sucht eine Epidemie Athen heim, während die Stadt von den Spartanern belagert wird. Ein Viertel der Einwohner der Stadt soll der Seuche zum Opfer gefallen sein. Sie geht als Pest des Thukydides in die Geschichte ein, auch wenn wir heute wissen, dass es sich bei dieser Seuche wahrscheinlich nicht um die Pest gehandelt hat. Der Geschichtsschreiber Thukydides zeigt in seiner Schilderung erstmals auch die sozialen Auswirkungen einer Epidemie. Ebenso berichtet er, dass Menschen, die die Seuche überleben, nicht noch einmal erkranken. Damit beschreibt er als erster das Prinzip der Immunisierung. Und wir haben aus historischen Zeiten, aus der Antike, Schilderungen von Seuchen, die dann in den zeitgenössischen Quellen, griechischen oder lateinischen Schriften, als Leumos, das heißt auf Deutsch Pest oder Pestis, lateinisches Wort für Seuche, genannt werden. Aber das sind allgemeine Krankheitsbezeichnungen, die mit unseren Krankheitseinheiten Pest, der wir einen bestimmten Erreger zuordnen, wenig zu tun haben. Wir können eine in der Antike geschilderte Seuche nicht mit einer modernen Krankheitseinheit identifizieren. Das erste gesicherte Auftreten der Pest in Europa ist im 6. Jahrhundert nach Christus. Die Epidemie nimmt ihren Anfang in Ägypten und rafft im Laufe von knapp 50 Jahren die Hälfte der damaligen Bevölkerung Europas dahin. Sie verbreitet sich bis nach Irland. Verbreitet sich eine Epidemie über mehrere Länder und Kontinente hinaus, spricht man von einer Pandemie. Der Pestausbruch des 6. Jahrhunderts kann deshalb als die erste Pestpandemie der Geschichte bezeichnet werden. Nach allem, was wir wissen, ist die erste Seuche, die von Yersinia pestis, also dem klassischen Pesterreger, hervorgerufen wird, die Seuche, die unter Kaiser Justinian in den 20er Jahren des 6. Jahrhunderts in Konstantinopel ausbrach. Diese Seuche hat sich dann übrigens im ganzen Mittelmeerraum verbreitet und mit den Schiffen natürlich. Und sie hat sich auch bis zum Ende des 7. Jahrhunderts gehalten und sie war auch in Rom. Gregor der Große hat sie erlebt und das gemacht, was die Christen als erstes taten, wenn es darum ging, die Seuche zu bekämpfen. Er hat eine Litanei eingeführt, er hat bestimmte Gebete eingeführt, er hat Prozessionen organisiert und die berühmteste Prozession war diejenige, die am Mausoleum des Hadrian vorbeikam. Auf dem Höhepunkt der Pest und in dem Moment sah man auf dem Mausoleum einen Engel und dieser Engel steckte demonstrativ sein Schwert in die Scheide und jeder hatte begriffen, damit war die Pest zu Ende und so war es auch. Und seitdem heißt dieses Mausoleum des Hadrian ja auch Engelsburg. 166 nach Christus beschreibt der einflussreiche Arzt Galen aus Pergamon den Krankheitsverlauf einer Seuche, die von römischen Legionären aus Mesopotamien nach Rom eingeschleppt wird. Sie geht als antoninische Pest in die Geschichte ein.
Galen sieht die Pest als eine Art Massenvergiftung, deren Ursache in Verunreinigungen der Luft, den sogenannten Miasmata, zu suchen ist. Diese Theorie und Galens Vier-Säfte-Lehre, wonach Gesundheit und Krankheit vom Gleichgewicht der vier Säfte, Blut, gelbe Galle, schwarze Galle, Schleim und ihren je paarweise zugeordneten Qualitäten warm, feucht, trocken und kalt abhängen, werden bis ins Mittelalter Leitschnur ärztlichen Denkens und Handelns. Vom Altertum bis in die frühe Neuzeit sind die Ärzte machtlos gegen die Pest. Sie empfehlen Räucherungen, um die schlechte Luft zu vertreiben, und machen Planetenkonstellationen für die Seuche verantwortlich. Wer sich leisten konnte, räucherte mit wohlriechenden Substanzen, mit Weihrauch aus dem fernen Arabien. Die wenigsten konnten sich das leisten. So wurde oft mit weniger angenehmen Düften gegen die Pest vorgegangen. Zum Beispiel gab man geröspelte Steinbockshorn auf glühende Lagen von Pestbeulen betrachten. Diese Wachsmodelle werden angefertigt, um Studenten das Krankheitsbild dreidimensional präsentieren zu können. Seit dem Mittelalter kostet die Seuche Millionen Menschen das Leben. 1347 grassiert die Pest in Europa. Bekannt wird sie unter dem Namen der Schwarze Tod. Die gefährdetsten Städte waren die Handelsstädte und vor allem eben die Hafenstädte. 1348 kam die Pest zunächst aus der Krim, aus Kaffa, über Schiffe nach Mitteleuropa, nach Sizilien und dann eben von Sizilien die Adria hoch nach Venedig oder über das Tyrrhenische Meer nach Pisa, nach Genua, nach Marseille und natürlich auch nach Nordafrika. Und Hafenstädte haben früh versucht, irgendwie sich zu schützen, aber das war praktisch nur in der Theorie wirklich möglich. In einer Hafenstadt wie Venedig war es fast unmöglich, den Hafen komplett zu kontrollieren. Da gab es einfach zu viele Schlupflöcher und kleine Kanälchen, wo man doch noch durchkam. Man hatte nur eine Möglichkeit, die Strafen. Drakonische Strafen gab es. Wer erwischt wurde, der hatte sein Leben verwirkt. Der wurde hingerichtet, das war klar. Nachdem er nicht weiß, woher die schreckliche Seuche kommt, werden schnell Sündenböcke gesucht. Vielerorts kommt es zu Judenpogromen. Die Juden werden beschuldigt, die Brunnen vergiftet zu haben und somit die Krankheit auszulösen. Dass auch die Juden an der Pest erkranken und sterben, ändert nichts. 1349 werden ganze jüdische Viertel abgebrannt und ihre Bewohner ermordet. In Köln sind es Schätzungen zufolge mindestens 800 Opfer. Bis 1348 überrollt der Schwarze Tod von Osteuropa aus Mittel- und Südeuropa und der Schrecken verbreitet sich. Die Fama der Pest ist schon so schlimm, dass die Leute anfangen, an ihrer bisherigen Sicherheit, an ihrer Weltanschauung, an Gott zu zweifeln. Und das hat Auswirkungen auf das Verhalten anderen gegenüber, auf das Verhalten gegenüber der Kirche, auf das Verhalten gegenüber der Obrigkeit. Das hat Auswirkungen auf die Stabilität der Familie, die natürlich brüchiger wird, weil die Leute einfach von Todesangst gequält werden und alle innerhalb von wenigen Wochen die Erfahrung gemacht haben, dass der Kontakt mit Pestkranken eben selbst Lebensgefahr bedeutet. In Bayern wird noch heute manche Tradition grassiert die Pest in Europa. Bekannt wird sie unter dem Namen der Schwarze Tod. Die gefährdetsten Städte waren die Handelsstädte und vor allem eben die Hafenstädte. 1348 kam die Pest zunächst aus der Krim, aus Kaffa, über Schiffe nach Mitteleuropa, nach Sizilien und dann eben von Sizilien die Adria hoch nach Venedig oder über das Tyrrhenische Meer nach Pisa, nach Genua, nach Marseille und natürlich auch nach Nordafrika. Und Hafenstädte haben früh versucht, irgendwie sich zu schützen, aber das war praktisch nur in der Theorie wirklich möglich. In einer Hafenstadt wie Venedig war es fast unmöglich, den Hafen komplett zu kontrollieren. Da gab es einfach zu viele Schlupflöcher und kleine Kanälchen, wo man doch noch durchkam. Man hatte nur eine Möglichkeit, die Strafen. Drakonische Strafen gab es. Wer erwischt wurde, der hatte sein Leben verwirkt. Der wurde hingerichtet, das war klar.
Nachdem er nicht weiß, woher die schreckliche Seuche kommt, werden schnell Sündenböcke gesucht. Vielerorts kommt es zu Judenpogromen. Die Juden werden beschuldigt, die Brunnen vergiftet zu haben und somit die Krankheit auszulösen. Dass auch die Juden an der Pest erkranken und sterben, ändert nichts. 1349 werden ganze jüdische Viertel abgebrannt und ihre Bewohner ermordet. In Köln sind es Schätzungen zufolge mindestens 800 Opfer. Bis 1348 überrollt der Schwarze Tod von Osteuropa aus Mittel- und Südeuropa und der Schrecken verbreitet sich. Die Fama der Pest ist schon so schlimm, dass die Leute anfangen, an ihrer bisherigen Sicherheit, an ihrer Weltanschauung, an Gott zu zweifeln. Und das hat Auswirkungen auf das Verhalten anderen gegenüber, auf das Verhalten gegenüber der Kirche, auf das Verhalten gegenüber der Obrigkeit. Das hat Auswirkungen auf die Stabilität der Familie, die natürlich brüchiger wird, weil die Leute einfach von Todesangst gequält werden und alle innerhalb von wenigen Wochen die Erfahrung gemacht haben, dass der Kontakt mit Pestkranken eben selbst Lebensgefahr bedeutet. In Bayern wird noch heute manche Tradition gepflegt, die im Umfeld der Pestepidemien entstanden ist. Alle 7 Jahre gibt es in München die Schäffler-Tänze. Sie gehen auf die Tänze der Fasshersteller im Jahr 1517 zurück. Zu dieser Zeit wütet die Pest in München, dargestellt durch den drachenartigen Lindwurm. Durch die Tänze sollten die Münchner beruhigt werden, denn viele von ihnen wagen sich nicht mehr auf die Straße. Auch Venedig wird immer wieder von einer Pestwelle heimgesucht. Im 15. Jahrhundert werden Erkrankte erstmals systematisch isoliert, um eine Ansteckung der Gesunden zu verhindern. Die Pestkranken werden für 40 Tage auf die Insel Lazzaretto Vecchio, altes Lazarett, vor dem Lido gebracht. Personen und Gegenstände, die mit Kranken in Berührung gekommen sind, kommen auf eine andere Insel. Aus dieser Zeit stammt der Begriff Quarantäne, italienisch 40 giorni, 40 Tage. Die Gesundheitsbehörde der Stadt überwacht die Regelung und sorgt für eine strikte Anwendung. Im Laufe der nächsten Jahrzehnte werden auch in anderen europäischen Städten Pesthöfe zur Isolierung der Kranken eingerichtet. Die Pestinsel in Venedig, die wurde von vielen wirklich mit der Hölle verglichen und auch sonst die Peststadt. Höhepunkt der Pest, und in dem Moment sah man auf dem Mausoleum einen Engel und dieser Engel steckte demonstrativ sein Schwert in die Scheide und jeder hatte begriffen, damit war die Pest zu Ende und so war es auch. Und seitdem heißt dieses Mausoleum des Hadrian ja auch Engelsburg. 166 nach Christus beschreibt der einflussreiche Arzt Galen aus Pergamon den Krankheitsverlauf einer Seuche, die von römischen Legionären aus Mesopotamien nach Rom eingeschleppt wird. Sie geht als antoninische Pest in die Geschichte ein. Galen sieht die Pest als eine Art Massenvergiftung, deren Ursache in Verunreinigungen der Luft, den sogenannten Miasmata, zu suchen ist. Diese Theorie und Galens Vier-Säfte-Lehre, wonach Gesundheit und Krankheit vom Gleichgewicht der vier Säfte Blut, gelbe Galle, schwarze Galle, Schleim und ihren je paarweise zugeordneten Qualitäten warm, feucht, trocken und kalt abhängen, werden bis ins Mittelalter Leitschnur ärztlichen Denkens und Handelns. Vom Altertum bis in die frühe Neuzeit sind die Ärzte machtlos gegen die Pest. Sie empfehlen Räucherungen, um die schlechte Luft zu vertreiben und machen Planetenkonstellationen für die Seuche verantwortlich. Wer sich leisten konnte, räucherte mit wohlriechenden Substanzen, mit Weihrauch aus dem fernen Arabien. Die wenigsten konnten sich das leisten. So wurde oft mit weniger angenehmen Düften gegen die Pest vorgegangen. Zum Beispiel gab man geröspeltes Steinbockshorn auf glühende Kohlen, das stank wie die Pest. Und genau das wollte man. Man wollte gegen die Pest anstinken, wenn man so will. Wenn die Pest dann ausgebrochen ist, mussten natürlich therapeutische Maßnahmen ergriffen werden. Man ließ den Chirurgen kommen, den Bader, der die Pestbeulen dann eröffnete. Und das hat sich als durchaus sinnvolle Maßnahme bewährt. Wir wissen heute, dass dabei der
bakterienreiche Eiter den Körper verlässt, was gut ist, aber natürlich dadurch eine Infektionsquelle für die Umgebung darstellt, was schlecht ist. Und die wirklich Wohlhabenden, die sich ihr Leben so einrichten konnten, dass sie nicht von ihrer Händearbeit leben mussten, die griffen zur besten Maßnahme, nämlich zur Flucht. Die Ärzte können nicht fliehen, versuchen aber, sich nicht anzustecken. Die Masken, die so typisch sind für den Karneval in Venedig, sind stilisierte Pestmasken und sollten vor der Krankheit schützen. Die Pestarztmaske, die war für den Arzt gedacht und sollte ihn vor der Infektion schützen. Wobei die Infektion damals ja noch nicht mit der Vorstellung von Bakterien verbunden war. Man hatte andere Modelle entwickelt, wie man sich diese Pestübertragung erklärte. Drei verschiedene Erklärungsmuster gab es. Und gegen alle drei hilft tatsächlich diese Maske. Sie ist maßgeschneidert für den Pestarzt. Das erste wäre die Vorstellung, dass es sich bei der Pest um eine verdorbene Luft handelt, um einen Pesthauch, der aus Asien nach Europa zieht. Und dagegen hilft dieser Schnabel. In diesem Schnabel ist ein Schwamm verborgen, der duftende Essenzen, Duftessig enthält und dadurch gegen die Pest anduftet. Denn dort, wo der eine Duft war, konnte der andere Hauch nicht sein, so die Vorstellung. Die zweite Erklärung wäre die Vorstellung, dass es sich bei der Pest in irgendeiner Form um etwas Stoffliches handelt, um kleine Partikel, Tierchen, wie auch immer, die haften bleiben können. Davor sollte die Maske selber, diese Haube und die dazugehörige bodenlange Kutte schützen, ähnlich wie heute unser Mantel auf der Intensivstation. Und das Dritte, für uns vielleicht am schwierigsten vorstellbar, dass die Pest so unglaublich schnell von Mensch zu Mensch überspringen kann, dass man in kürzester Zeit erkranken und sterben kann. Und dafür wurde die Vorstellung geprägt von der Übertragung der Pest durch den Blick. Der Pestkranke blickt den Arzt an und der Arzt stirbt dann selbst an der Pest. Und deswegen hat die Pestarztmaske diese merkwürdige Brille, diese Gläser, die tatsächlich vor dem Blick des Kranken schützen sollen. Erst im 19. Jahrhundert setzt sich die moderne Medizin durch, die nach naturwissenschaftlichen Methoden arbeitet. Ende des 19. Jahrhunderts ist sie etabliert und man findet Krankheit für Krankheit die Mikroorganismen, die sie verursachen. Der Schweizer Arzt Alexandre Yersin arbeitet seit 1890 als Schiffsarzt auf Dampfschiffen, die vor der Küste von Französisch Indochina verkehren. 1894 schickt ihn die Kolonialverwaltung nach Hongkong, um die Ursache der Seuche zu finden, die seit Monaten Zentralchina heimsucht und sich immer weiter ausbreitet. Gleichzeitig mit Yersin arbeitet eine japanische Forschergruppe in Hongkong an demselben Ziel. Sie ist deutlich besser ausgestattet als Yersin und kann sich einen modernen Brutschrank leisten, in dem für die meisten Bakterien optimale Wachstumsbedingungen herrschen. Doch zu Yersins Glück verhalten sich die Pestbakterien anders und wachsen bei niedrigeren Temperaturen deutlich besser. Dies wird zum entscheidenden Zeitvorteil für Yersin. Mit seinem nur improvisierten Labor in einer primitiven Bambushütte, aber mit umso mehr Engagement, gelingt es ihm, den Pesterreger innerhalb von wenigen Wochen zu isolieren. Es handelt sich um ein Bakterium, das später den Namen Yersinia pestis tragen wird. Und er macht eine weitere wichtige Entdeckung. Bei Versuchen mit Ratten erkennt er, dass die Erreger auch für das massenhafte Rattensterben verantwortlich sind, das in Hongkong zu dieser Zeit auftritt. Drei Jahre später weisen der japanische Forscher Masanori Ogata und sein französischer Kollege Paul-Louis Simon unabhängig voneinander nach, dass es die Rattenflöhe sind, die das Pestbakterium auf den Menschen übertragen. Rund um den Flohbiss bildet sich eine Schwellung, eine Pestbeule. Befallen die Bakterien auch die Lunge, kommt es zur Lungenpest, die auch von Mensch zu Mensch übertragen wird. Platzt etwa eine Pestbeule nach innen, kommen viele Pestbakterien in die Blutbahn. Man spricht von septischer Pest. Unbehandelt sterben bei der Beulenpest 60% der Infizierten, bei der Lungenpest 90% und bei der septischen Pest
praktisch alle. Im Museum der Berliner Charité, die 1720 als Pesthaus vor den Toren Berlins gegründet wurde, kann man Moulagen von Pestbeulen betrachten. Diese Wachsmodelle werden angefertigt, um Studenten das Krankheitsbild dreidimensional präsentieren zu können. Seit dem Mittelalter kostet die Seuche Millionen Menschen das Leben. 1347. Der Vergleich lag nahe. Es gibt einen Satz in Dantes Hölle. Am Höllentor sieht Dante den berühmten Spruch: Lasst jede Hoffnung ihr, die ihr eintretet, lasciate ogni speranza voi che entrate. Und das passte natürlich wunderbar zu dieser, im schrecklichsten Sinn, zu dieser Pestinsel in Venedig. Wer da ankam, der musste damit rechnen, dass das die letzte Station seines Lebens war, obwohl man die Pest auch überleben konnte. Ganz wenige haben das geschafft und die waren übrigens dann immun und stabilisierten das Überleben der Gesellschaft, bis eine nächste Generation rangewachsen war, die sich nicht immunisiert hat. Und dann, das zeigte sich bald, nach etwa 20, 25 Jahren, war dann die Gefahr sehr groß, dass eine neue Pestwelle kam. In den nächsten Jahrhunderten wird die Seuche endemisch. Das heißt, sie ist in manchen Gebieten ständig vorhanden und bricht immer wieder aus. Meist im Abstand von 8 bis 12 Jahren. Auch die Geschichte der Oberammergauer Passionsspiele ist untrennbar mit der Pest verbunden, die in dieser Zeit grassierte. Als die Seuche auch zahlreiche Einwohner von Oberammergau das Leben kostet, geloben 1633 einige Bürger, alle 10 Jahre Passionsspiele aufzuführen, sollte das Leiden ein rasches Ende nehmen. Es ist vollbracht. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Der Überlieferung nach fordert die Pest ab diesem Zeitpunkt keine neuen Opfer. 1634 lösen die Oberammergauer erstmals ihr Versprechen ein. Seitdem führen sie alle 10 Jahre ihre Passionsspiele auf. Auch in vielen anderen Orten finden sich noch versteckte Hinweise auf die Pest, wie die Pestsäule von Wallerstein aus dem 18. Jahrhundert. Am Fuße der Säule ist der heilige Sebastian dargestellt, der Schutzheilige gegen die Pest, der von Pestpfeilen durchbohrt wird. Die Barockzeit ist die Hochzeit der Darstellung von Pestszenen. Das hing einfach damit zusammen, dass die Barockmaler, dass die Barockkünstler es liebten, menschliche Körper, ich sag mal bewusst Leiber, in künstlichen Posen darzustellen und die Verzweiflung des Menschen zu zeigen. Das passte eigentlich zur Pest. Das schien alles künstlich, unnatürlich und doch so realistisch zu sein. Das war ein Lieblingsmotiv und eine Herausforderung für die großen Maler des Barock. Das war die Zeit des Memento Mori. Der Memento Mori bedeutet Gedenke des Todes und soll den Menschen ständig an seine Vergänglichkeit erinnern. Im 14. Jahrhundert erreicht dann die Pestliteratur ihren Höhepunkt. Ihren Höhepunkt einfach mit Boccaccios Beschreibung der Einleitung zum Decamerone, wo ja die Pest von Florenz sehr detailliert und in einer wunderbaren Sprache beschrieben wird. Boccaccio erzählt, wie 10 junge Menschen vor der Pest aus Florenz auf einen Landsitz fliehen. Dort erzählen sie sich heitere Geschichten von Liebe und Schicksal, um sich abzulenken. Boccaccio beschreibt die Situation in der Stadt. Fast alle starben innerhalb 3 Tage nach dem Erscheinen der beschriebenen Zeichen. Es war so weit gekommen, dass man sich nicht mehr darum kümmerte, wenn Menschen starben, als man es jetzt um den Seuchen sind die großen Geißeln der Menschheit. Immer wieder töten Epidemien Millionen von Menschen. Früher ist es die Pest, heute sind es Krankheiten wie Tuberkulose, Malaria und AIDS. In Zeiten der Globalisierung breiten sich die Erreger immer schneller aus, denn Bakterien, Viren und Parasiten überwinden jede Grenze.
Die Krankheit, an die die meisten Menschen beim Wort Seuche denken, ist die Pest. Über Jahrhunderte verbreitet sie Furcht und Schrecken. Und noch heute ist Pest ein Synonym für die schrecklichste, vorstellbare Krankheit. Schon zu biblischen Zeiten taucht die Pest auf. Zum Beispiel schickt Gott Plagen über die Ägypter, weil der Pharao die Israeliten nicht ziehen lässt. Früher steht das Wort Pest für alle zeitlich begrenzt auftretenden Krankheiten, die tödlich verlaufen und schnell große Teile der Bevölkerung dahinraffen. 430 vor Christus sucht eine Epidemie Athen heim, während die Stadt von den Spartanern belagert wird. Ein Viertel der Einwohner der Stadt soll der Seuche zum Opfer gefallen sein. Sie geht als Pest des Thukydides in die Geschichte ein, auch wenn wir heute wissen, dass es sich bei dieser Seuche wahrscheinlich nicht um die Pest gehandelt hat. Der Geschichtsschreiber Thukydides zeigt in seiner Schilderung erstmals auch die sozialen Auswirkungen einer Epidemie. Ebenso berichtet er, dass Menschen, die die Seuche überleben, nicht noch einmal erkranken. Damit beschreibt er als erster das Prinzip der Immunisierung. Und wir haben aus historischen Zeiten, aus der Antike, Schilderungen von Seuchen, die dann in den zeitgenössischen Quellen, griechischen oder lateinischen Schriften, als Leumos, das heißt auf Deutsch Pest oder Pestis, lateinisches Wort für Seuche, genannt werden. Aber das sind allgemeine Krankheitsbezeichnungen, die mit unseren Krankheitseinheiten Pest, der wir einen bestimmten Erreger zuordnen, wenig zu tun haben. Wir können eine in der Antike geschilderte Seuche nicht mit einer modernen Krankheitseinheit identifizieren. Das erste gesicherte Auftreten der Pest in Europa ist im 6. Jahrhundert nach Christus. Die Epidemie nimmt ihren Anfang in Ägypten und rafft im Laufe von knapp 50 Jahren die Hälfte der damaligen Bevölkerung Europas dahin. Sie verbreitet sich bis nach Irland. Verbreitet sich eine Epidemie über mehrere Länder und Kontinente hinaus, spricht man von einer Pandemie. Der Pestausbruch des 6. Jahrhunderts kann deshalb als die erste Pestpandemie der Geschichte bezeichnet werden. Nach allem, was wir wissen, ist die erste Seuche, die von Yersinia pestis, also dem klassischen Pesterreger, hervorgerufen wird, die Seuche, die unter Kaiser Justinian in den 20er Jahren des 6. Jahrhunderts in Konstantinopel ausbrach. Diese Seuche hat sich dann übrigens im ganzen Mittelmeerraum verbreitet und mit den Schiffen natürlich. Und sie hat sich auch bis zum Ende des 7. Jahrhunderts gehalten und sie war auch in Rom. Gregor der Große hat sie erlebt und das gemacht, was die Christen als erstes taten, wenn es darum ging, die Seuche zu bekämpfen. Er hat eine Litanei eingeführt, er hat bestimmte Gebete eingeführt, er hat Prozessionen organisiert und die berühmteste Prozession war diejenige, die am Mausoleum des Hadrian vorbeikam, auf dem